Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind mal wieder bei F1 2016 in meiner Solo-Karriere beim Team Sauber F1. So, wir befinden uns in Montreal, Kanada. Eine meiner Lieblingsstrecken. Das Training war erst semi-optimal. So, war meine beste Platzierung, glaube ich, der 15. Platz. Auf trockenen Bedingungen, aber dann kam der Regengott und wie ihr auch draußen sehen könnt, hinter den Fenstern, dass es auch beim Rennen regnen wird. Erst ganz stark und dann etwas schwächer. Man kann sich das Wetter ja anzeigen lassen. Der Regengott war aber sehr gnädig zu uns, wie auch schon bei anderen Rennen. Und wir konnten damit die erste Pole Position uns erkämpfen. Yeah! Freue ich mich sehr drüber. Vor allem mit Sauber natürlich. Darf man nicht vergessen, dass wir immer noch in einem Sauber unterwegs sind. Sind jetzt durch die Forschung auch zum ersten Mal nicht mehr das letzte Team. Wir sind jetzt schon ein ganz schönes Stück vor Renault und greifen so langsam Williams an. Mit der nächsten Forschung. So, werde ich wahrscheinlich Abtrieb nehmen. Oder das Chassisgewicht, eins von beiden. Chassisgewicht oder Abtrieb. Ich denke mal, ich werde mich wahrscheinlich von oben nach unten hier bewegen. Einfach. Wir haben erst haben wir mit Treibstoffeffizienz gemacht, die auch sehr viel gebracht hat. Wir können also viel auf Fett fahren. Lange vor allen Dingen. Also das bringt es auf jeden Fall. Das darf man nicht außer Acht lassen. Chassisgewicht wäre natürlich immer was. Das hat uns weit nach vorne gebracht. Auf jeden Fall. Und der Abtrieb natürlich auch. Keine Frage. Und Luftwiderstand bringt nicht ganz so viel, aber ist natürlich auch wichtig. So, ich würde sagen, wir hören uns mal an, was das Team von uns erwartet. Wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. So, aufgrund des guten, sehr guten Qualifyings sollen wir das Rennen auf dem 14. Platz oder besser abschneiden. Eine höhere Platzierung als Daniel Ricciardo, unseren Rivalen erreichen und unseren Teamkollegen besiegen. Ja, durch die Pole Position und schnellste Sektoren und alles konnten wir die Rivalität mit Daniel Ricciardo fast ausgleichen. Also sind da ganz dicht dran. Bin mal gespannt, wie das die nächsten Rennen so wird. Das war wahrscheinlich jetzt ein Glücksmoment. Weil auf trockene Bedingungen haben wir einfach noch keine Chance gegen das Team. Die KI ist auf Regen entweder schlecht oder ich um einiges besser. Eins von beiden. Ich tippe mal, die KI ist schlechter als einfach. Ja, ich bin sehr gespannt, wie der Rennverlauf so sein wird. Und ich würde sagen, wir gehen dann mal ins Rennen. Beim Blick aus meiner Kommentatorenbox erkenne ich eine sehr große, unglaublich aufgeregte Zuschauermenge, die gespannt auf ein unvergessliches Rennen wartet. 2007 errang Lewis Hamilton seinen ersten Sieg. Jenson Button holte hier im Triumph 2011 von der letzten Startposition. Hier, beim großen Preis von Kanada, fehlt uns bestimmt nichts von einem weiteren tollen Schauspiel. Wenn Sie ein schnelles Rennen suchen, dann sind Sie hier goldrichtig. 59% der 4,3 Kilometer langen Strecke sind mit Vollgas zu befahren. Und die Höchstgeschwindigkeiten gehen auf bis zu 337 in der letzten Schikane. Doch dieses Tempo verlangt Disziplin und volle Konzentration in jeder einzelnen Runde. Denn Auslaufzonen gibt es nicht und wer zu schnell ist, den bestraft die Mauer. Heute wird es für die Fahrer nicht ganz reibungslos ablaufen, doch wenn ich mir das Wetter so ansehe, dann könnte wie geschmiert ganz gut hinkommen. Stefan Römer, schön, dass du wieder dabei bist. Was denkst du? Es ist doch etwas feucht, meinst du nicht? Als Fahrer gibt es drei Dinge, um die man sich bei solchen Bedingungen Sorgen macht. Pfützen auf der Strecke, Reifentemperatur und Sichtverhältnisse. Es ist schwierig, die Distanz zu anderen Autos einzuschätzen, wenn man durch das Spritzwasser der Pirelli-Regenreifen fährt.
Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Sauber startet also von der Pole. Und Kimi Räikkönen macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Vettel, Verstappen, Nico Rosberg und Hamilton. Sainz Junior, Button, Quert und Esteban Gutierrez. Wehrlein, Alonso, Rio Ayanto und Grosjean, Ricardo, Perez, Nico Hülkenberg und Felipe Massa, Eriksson und Bottas, Kevin Magnussen und Jolyon Palmer vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. So, wie ihr seht, regnet schön. Noch stärker als im Qualifying. Da werden wir auf Regenreifen starten, nicht auf Intermediate. So, wir haben einen Boxenstopp anvisiert, weil Regenreifen ein bisschen weniger Abtrieb, natürlich auch nicht so viel abgenutzt werden. So, schauen uns mal die Strategie an, die ist auch nicht veränderbar. So, das lassen wir alles so, würde ich sagen. Ist alles soweit okay. Session Vorhersage. Nicht wie ich die Session Vorhersage deuten soll, dass es erst stark wird, dann leicht und dann man irgendwann auf Slicks wechselt. Okay. Gut, warten wir mal ab. So, Sprit haben wir für 36,2 Runden, das ist okay. Würde ich sagen, passt alles. Dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß und mir viel Glück. Ah. Scheiße, so früh losgelassen. Mist. Da hatte ich einen Frühstart. Nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut natürlich. Aber bei sowas nutze ich natürlich auch kein Flashback, weil das war mein eigener Fehler. Ja, muss ich jetzt halt durch. Müssen wir versuchen irgendwie aufzuholen. Im Rennen. Ah, man sieht das schon, also er schlingert hier echt ohne Ende. Den Regen. Gleich werde ich die Strafe noch nicht angehen. Mal gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen Zeit rausholen können. Auch ganz stark gegenlängen in der Kurve hier. Und dann können wir uns ganz leicht absetzen. Mal auf Fett umstellen. Ein bisschen was rausholen können. Vielleicht nicht so viel Plätze verlieren. Schlecht. Ein paar Informationen zu Massa. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und wird deshalb langsamer. Sehr schön. Kann eine kleine Lücke schaffen.
gefährliche Curb. Oh, da ist der erste schon aus dem Rennen. Es wird wohl ein Safety Car geben. Was natürlich jetzt schlecht für uns ist. Ganz schlecht. Kein Safety Car, aber das wird wohl gleich kommen. Und noch steht er da. Ja. Ist an langsamer Stelle da. Oh ne, gar nicht langsam. Ich dachte gerade, dass in der Kurve ist. Ist er gar nicht. Okay, ich wundere mich gerade, dass kein Safety Car kommt. Sehr gut. Weg. Sehr gut. So, jetzt muss ich aber leider rein. So, kommt Leute. So, auf dem vierten. Oh, scheiße, kommt ein ganzer Pulk. Sehe ich nicht so toll. Haben wir aber schon wieder Renntempo. 10. könnten wir schaffen, ja. Oh, 8. Okay, 8. kann ich mit leben. Gut. Doch ein bisschen was rausholen. Jetzt merkt man natürlich, das Sichtverhältnis da richtig stark, wenn man da dicht auffährt. Gar nichts mehr sieht. In allen Sektoren bin ich schneller. Steckt zurück, sehr schön. Danke. Wir wechseln alle auf Intermediate. Ja. Okay, die gehen alle rein. Jetzt habe ich natürlich dann vielleicht jetzt Scheiße gebaut, auch wenn ich das Ding nicht ausgewählt habe gerade. Mal wieder, das ist irgendwie auch scheiße. Mal hier manuell Inters stellen, dann jetzt reingehen auf Fit fahren hier, jetzt nicht so viel Zeit verlieren, haben wir Glück. Scheiße, kriegen wir die Kurve auch nicht richtig, auch scheiße. Hamilton und Vettel waren schon drin. Komm Jungs, go, 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 go. Sehr schön. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt.
Oh, scheiße. Ja, Glück gehabt. Schön keinen Platz verloren. Dann waren wir auch vor Verstappen. Hinter Verstappen. Mittlerweile schon wieder auf Platz 6. Sehr gut. Die Intermediates, die liegen mir auch deutlich besser. Und die Bedingungen unter Intermediates. Mit denen habe ich auch im Qualifying die Pole geschafft. Also, sieht alles gut aus. Ups, scheiße. Ist zu doll gekürzt. Ah, jetzt haben wir gleich Sektor Westzeit. Aber Regen höre ich auch meine Crew, weil die haben bisher immer die beste Entscheidung getroffen. Bei Trockenbedingungen nicht unbedingt immer. Mal gucken, welche Zeit wir hier schaffen. Das ist ein bisschen verbessert. Sehr schön. Und jetzt auf Platz 5. Oh Scheiße. Und das kann man auch die Kurve ja schön Vollgas nehmen. Das konnte ich mit den Regenreifen eben nicht. Sehr gut. Ja, mal gucken, ob wir jetzt mal ein bisschen rankommen und Verstappen. Ich fährt uns irgendwie gerade ein bisschen davon. Ich habe gerade einen Fehler. Gucken. Über die Körb. Ja, wieder eine Verbesserung zur vorherigen Runde. Da ist Verstappen auch fast dran. Ups. Wieder Sektor Bestzeit, sehr gut. Ein bisschen auf fette Mischung umstellen. Können wir ein bisschen was gut machen. Sehr schön. Ich kann nicht mit Donny mit Vollgas. Ich kann eben mit Vollgas durchfahren. Das ist doch wieder ein bisschen zu viel Regen auf der Strecke. Das
Reifen ist aber auch echt schnell. Da müssen wir schon unsere besten Runden liefern. Gegen den Max. Wieder sehr dicht an der Mauer. Jetzt kommt er immer dichter. Aber dicht ist noch nicht vorbei. Gespannt. Vielleicht zur Geraden ein bisschen dichter rankommen. Das war nicht gut. Habe ich verloren. So viel Abbauplanen hier. So, jetzt so ein bisschen dichter ankommen. Der Schikane hier. Sieht gut aus. Gucken, ob das reicht. Dran. Der Windschatten ist hier nämlich total brutal. Jetzt kommt der Windschatten und zack. Guckt euch das mal an hier, wie wir uns ransaugen. Bäm! Das war doch mal ein Windschatten. Schaut unser Teamkollege auch so richtig gut mit den Bedingungen klar. Über die Körper. Das ist auch schon Viertel. Wahnsinn. Nö, man fühlt sich so gut an. Das Auto liegt echt gut auf Strecke. Ja, jetzt kommen meine richtigen Bedingungen jetzt. Sehr schön. Schon wieder schnellste Runde. Fühlt sich gut an. Vettel kommt auch ran. Sehr schön. Nur darauf achten, dass wir uns nicht einen Flügel abfahren oder so. Sonst haben wir echt gute Chancen. Wahnsinn. Können wir nochmal auf Fritz stellen.
hat uns auf jeden Fall bis Speed gebracht. Das auch nicht ist. Mal gucken, ob da gerade was ihr wollt. Und 13 auf Soft. Okay. Jetzt schon auf Soft. Ah, der ist ja doch aktiviert. Ist klar. Könnte sein, dass die vor uns auch reinfahren. Was sie noch nicht tun, zumindest Vettel nicht. Rosberg allerdings schon. Okay. Ist für uns jetzt nicht unbedingt die optimalen Bedingungen, weil im Qualifying, im Training waren wir da leider nicht gut auf trockenen Reifen. Bin mal gespannt. Ob wir jetzt noch konkurrenzfähig sind. Boah, muss ich mich mal überraschen. Moment. Wir haben eine gute Platzierung mit Abstand zum unserem Hintermann. Schauen wir mal. Hamilton scheint eine Box zu sein, so wie das aussieht. Dann sind wir auf Platz 3. Sehr cool. Sieht gut. Letzte Runde. Hält natürlich nicht lange. Verbremst, scheiße. Immer noch im Regenmodus. Da sind die Bremsfunken natürlich anders. Geht schon wieder nicht. Jetzt merke ich, dass die Reifen auch so langsam auf Temperatur kommen. Oh, Rückkommen.
Türen, jetzt halt mich nicht auf. Oh, Scheiße. Genau da, ey. Okay. Gut, jetzt Safety Car. Ja. Muss ja was passiert sein. Ich sag mal mein Bild weg wegen meinem scheiß Team hier. Oh, was ist denn das gerade? Kann das Auto gar nicht richtig auf der Strecke halten. Dadurch sind wir auf Platz 2. Cool. So, mal gucken, wie lange das Safety Car draußen bleibt. So, können wir, ups. Fahren immer noch auf Fett, können da hier schön Benzin sparen, so wir schön lange auf Fett fahren können. Safety Car bleibt nochmal drin. Ja, draußen. Jetzt nicht so spannend alles. Dann hoffe ich mal, dass Safety Car gleich reinfährt. Können auf jeden Fall schön Sprit sammeln wieder. Gut für uns.
so lange auf Fett fahren können. Mal gucken, eigentlich müsste jetzt die Ansage kommen, wenn es reinfährt. Oder die Linie fahren. Ja. Sehr schön. Ja, den Bock gleich ja schon an. So ein Spielchen. Fängt euch ja schon an mit so ein Spielchen. Aber nicht mit mir aus Berg. Das lief gut. Sollten wir schön dranbleiben. Spannend, ob wir jetzt immer noch dranbleiben können gleich. Lass mich dann mal überraschen. Klingen auf jeden Fall die Stärken wieder bei der KE. Man sieht auch ein Vettel. Der ist schon kurz davor, mich zu überholen. Ja, jetzt hat er mich irritiert, der Arsch. Ja, war allen vorbei. Sieht man, ich bin leider nicht in trockenen Bedingungen so schnell wie die anderen. Boah, das war ein bisschen zu hart auf der Curve geblieben. Trotz Fett sind wir leider nicht so schnell wie die Ferraris. Das war auch im Qualifying zu sehen, im Training, in trockenen Bedingungen. Da versuchen wir einfach nur das Beste hier rauszuholen. Da fängt er nochmal an zu regnen. Dann liegt der Joker wieder bei uns. Man sieht auch, Rosberg kann ihn einfach nicht halten. Aber wir dürfen noch nicht vergessen, wir fahren halt sauber und fahren Ferrari. Nutzen wir mal die Sperrtaktik ein bisschen. Keine Chance mehr. Vettel ist dran und wird er wahrscheinlich gleich auf der Geraden überholen, wenn man uns nicht absetzen kann. Aber dann ist das eben so. Bin ja jetzt schon sehr zufrieden, wie gut das läuft. Also wenn ich in die Punkte komme, das ist ja immer noch ein mega Ergebnis. Jetzt versucht er den ersten Angriffspunkt zu setzen. Reicht er noch nicht? Angepisst. Wenn ich vorbeikommt. Aber das wird er jetzt natürlich. Ist er nämlich dran. Das können wir ihn auch nicht mehr halten. Jo, da ist er vorbei. Aber das war auch zu erwarten. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 0,5 Sekunden.
bremst. Boah, Leute, bleibt mir von meinem Heck weg. Schon gemerkt den. Ach, Hamilton ist es. Wir wurden reingefahren, Max. Tipp ich mal. Sah so komisch aus, aber den. Der Hamilton und die ganzen, die hat da, die können wir natürlich nicht aufhalten. Die können wir nicht schlagen, meine ich. Aufhalten schon, aber nicht schlagen. Ja, schade. So, dass wir da nicht mithalten können, aber wie gesagt, bin mit Punkten zufrieden. Wäre nicht geil gewesen, die Pole zu fahren, aber das in solchen trockenen Bedingungen ist das utopisch. Schade, dass es nicht durchgeregnet hat. Da hätten wir, denke ich, auf jeden Fall das Rennen gewinnen können. Aber Rennen ist noch nicht vorbei. Wir schauen mal, was wir hier noch schaffen. Auch nur noch 11 Runden. Schön über die Curves. Das wird also am Fluchen bestimmt. So eine Scheiße! Wird er hier schön auf dem dritten Platz und sauber aufgehalten. Okay. Oh, das war knapp. Das war knapp an der Wand. Oh, das ist ja geil. Unser Teamkollege ist aus dem Rennen. Das gibt uns mal ein richtig, nicht Teamkollege, sondern unser Rivale aus dem Rennen. Das gibt uns mal einen schönen Push in der Rivalität. Das passt ja schön. Sehr gut. Das gefällt mir. Das ist natürlich auch cool, der ist da dann weg jetzt. Gucken wir, weil ich in die Auslaufzone reingefahren bin, so kein Safety Car geben. Weil ein Safety Car uns jetzt auf jeden Fall helfen würde. Durch eine gewisse Sperrtaktik. Ich sperre ja nicht, ich fahre einfach nur auf der entsprechenden Linie, sodass sie außen an mir vorbeifahren müssen. Das ist natürlich nicht so einfach für jeden und der ist. So, also bisher. Sehr gut, scheint das Hamilton, glaube ich, zu sein. Verstappen ist hinter uns. Rosberg müsste der Erste sein. Spielt uns gerade in die Karten ein bisschen. Mal gucken, was hier noch geht. Auch langsam ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl, durch den leeren Tank.
Anzeige. Sehr gut. Das spielt uns ja auch in die Karten jetzt. Gleich muss ich leider auf Standard stellen, weil wir gleich auf 0 sind. Das mache ich gleich nach der Geraden hier. Und auf Standard machen. Oh, das war nicht gut. Das hat Zeit gekostet. Ja. Sehen dann die Reifen aus. Oh, alles spitz. Und den fahren wir durch. Auf jeden Fall. Sehr gut. Fertig. Fertig scheint echt langsamer zu werden. Zwar nicht viel, aber ein bisschen wenigstens. Dass wir da vielleicht jetzt ein bisschen rankommen können. Natürlich geil. Und selbst der Platz wär schon mega. Wenn wir den kriegen können. Na, scheiße, ich hab alles. Verstappen kommt noch nicht so richtig ran an uns, auch sehr gut. So, also Reifen, alles okay. Sehr schön. Ja, Vettel sind wir jetzt fast dran. Sehr cool. Kann man gleich sogar bisschen Fett wieder benutzen. Der Geraden. Also im Moment spielen die Bedingungen uns sehr gut in die Karten. Das finde ich sehr geil. Ich freue mich. Sind wir fast dran am Vettel. Sehr geil. Ja, Windschatten kriegen wir noch nicht. Nur ganz, ganz leichten, aber wir kommen trotzdem dicht daran. Sehr geil. Wer hätte das denn gedacht vor dem Rennen hier? Ja, Wahnsinn. Jetzt saugen wir uns ran. Nur auf den Flügel aufpassen. Aber Vettel hat auf jeden Fall ein Problem. Keine Chance mehr gegen uns. Damit sind wir auch dran. Dann werden wir gleich DRS kriegen auf jeden Fall. Okay, sehe ich aber jetzt noch nicht so. So, da kriegen wir DRS. Sehr schön. Das reicht. Nein, reicht noch nicht, schade. Nochmal DRS. Das könnte jetzt reichen unter Umständen. Ja, sehr schön. Geil. Damit haben wir den zweiten Platz. Cool.
das war schlecht. Das war schlecht. Vielleicht scheint in der Tat schneller zu werden. Die werden wir gleich wahrscheinlich nicht halten können. Ja nicht. Vielleicht DRS haben. Aber er wird jetzt noch nicht vorbeikommen. Ich dann nochmal DRS. Aber auch hier nicht. Sehr schön. Also die Jahrlinie ist. Windschatten raus. Oh, reicht nicht, Vettel. Schaffst du nicht. Hier wieder angegriffen. Oh, scheiße, jetzt verbremsen sie mich auch noch. Ja, jetzt fast vorbei gewesen. Drei Runden noch, geil. Das zieht er vorbei, aber reicht noch nicht, weil er keine Cojones hat, das durchzuziehen. Ja, der ist Mercedes, spielt in einer anderen Liga auf jeden Fall, das ist klar. Aber ich bin nach wie vor mega zufrieden. So, gleich zwei Runden noch. Wahnsinn. Immer noch auf Platz 2. Finde ich geil. Nee, nicht jetzt bitte. Kann ich jetzt leider nicht gebrauchen. Ups. Ein bisschen hart attackiert. So, die letzten zwei Runden. Hier. Ja, Vettel und Max Verstappen hängen mir am Arsch. Auf jeden Fall. Hier komme ich aber im Moment zumindest sehr gut raus mit Fett. Gefällt mir. Haben sie keine Chance beizukommen. Ah, scheiße. Das war nicht gut. So, hier fahre ich wieder Kampflinie. Oh, Vettel. Da hat er mich schön von hinten angeschoben.
angepisst. Den brauchen wir auch nicht, ist ja die letzte Runde jetzt. Also mal zum Windschatten raus. Sperrtaktik. Geht wieder auf. Sehr gut. Jetzt kommt's drauf an. Letzte Runde. Er will aus vorbeigehen. Schafft er nicht. Oh, Vettel, Mann! Spann dich doch mal ein bisschen, ey. Verstappen werden wir nicht kriegen, der wird nicht zurückstecken jetzt. Wir gehen jetzt volles Risiko über die Curbs. Scheiße. Das war zu hart. Kacke. Scheiße. Nee, da wollte ich zu viel. Scheiße. Da habe ich das Podium vergeigt. Wieder ein historischer Sieg für das brillante Mercedes-Team. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesen spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier wie so oft alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz hoch. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Nico Rosberg übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Gar nicht so einfach, aber alles in allem würde ich sagen Nico Rosberg. Er ist von Beginn an nahezu fehlerlos unterwegs gewesen. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Das war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze am Boden verlieren. In der Zwischenzeit kann Toro Rosso mit einem starken Wochenende weiteren Boden in der Rangliste gut machen. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, schade, da habe ich letzten Schikane leider zu viel gewollt. Das war natürlich zu hart attackiert. Ja, hätte ich Max Verstappen ziehen lassen, dann wäre ich als Dritter auf jeden Fall ins Ziel gegangen. Ja, das kommt auch an, ne? Wenn man dann an der Situation dann zu viel will. Dann wir schauen uns nochmal ein bisschen das Rennen an, den Start zumindest. Und ich würde mir gerne eben die Aktion von Vettel dann nochmal ansehen. In der letzten Runde. Ja, sieht man natürlich auch mal einen Frühstart. Das wäre natürlich auch schade. Wäre der nicht gewesen, dann hätte ich mich jetzt vielleicht locker geschafft. Ja, da habe ich auf jeden Fall 10 Sekunden eingebüßt. Dann wäre vielleicht in den Zeiten vielleicht so ein Sieg drin gewesen. Aber hätte wir dann aber. Schauen wir uns nochmal die erste Runde an. Unserem schönen sauber in Blue und Yellow. Ein bisschen vor Zeitstrafe. Da war die Zeitstrafe, da ziehen sie vorbei. Die Szene jetzt nochmal sehen mit Sebastian und einmal komplett vorspulen. Sorry für die scheiß Bilder jetzt. So echt schade, dass man hier nicht so richtig vorspulen kann. Und hier kann ich mal links, rechts gucken.
Da hinten, ja, das ist schade, das müssen sie nochmal verändern irgendwie. Bisschen lang, dass man hier zumindest die Runden auswählen könnte, das wäre natürlich eine coole Sache. Da muss man hier endlos vorspulen. Das dauert mir auch zu lange, ehrlich gesagt. Lassen wir das mal. Das Enix-Rennen ist vorbei. So, schauen wir mal, wo wir jetzt landen. Haben schön Punkte kassiert. An, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Nico Rosberg übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Heute entscheide ich mich für Nico Rosberg. Das war vielleicht eines der besten Rennen in dieser Saison, wirklich sehr beeindruckend. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. In der Zwischenzeit kann Toro Rosso mit einem starken Wochenende weiteren Boden in der Rangliste gut machen. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel 1-Saison dabei sind. So, das sieht auch sehr gut aus. Wir haben einen Platz gut gemacht, sind jetzt mit Carlos Sainz auf 38 Punkten, wollte ich sagen. Das sieht doch spitze aus. Wieder einen Platz gut gemacht. Also Platz 10 sollen wir erreichen. Das ist das Ziel. Platz 10 oder über. Sehr gut. Wir konnten uns auch in der Konstrukteursrangliste auch halten. Können uns auf dem siebten Platz halten. Das sieht doch, würde ich sagen, sehr gut aus für unser Team. Gucken wir uns mal die Punkte an. So, sauber Runde, leider nur 94% wegen eben der Schikane wahrscheinlich. So, dann gibt es nochmal extra Punkte, weil wir erste Fahrer sind. Sehr schön, haben wir schon wieder 500 Punkte. Sehr gut. So, Rivalität müssen wir auch aufsteigen in allen. Oh ne, doch nicht. Er hat schnellen Sektor. Damit ist er immer noch vorne. Schade. Immer noch gut aufgeholt. Also von 0 jetzt auf 1. Einem Rennenwochenende hier, ne, das waren wir glaube ich nicht, aber 10 Punkte war auf jeden Fall gut gemacht. Das lief alles super. Das liegt auch gut. Lief auch gut. Nach wie vor erster Fahrer. Alles erfüllt. Sehr schön. Nochmal ein paar extra Punkte. Zack. Brauchen wir nicht angucken. Ja, alles in allem lief das doch sehr gut für unser Team. Finde ich. Komme ich also nicht beschweren. Ich würde sagen, wir gucken mal ins nächste Wochenende. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so optimal. In Baku sind wir jetzt. Aserbaidschan. Extrem schwere Strecke. Kann ich nicht so super toll. Aber lass uns mal überraschen, was passiert. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Freue mich wie immer über ein Abo, Kommentar oder ein Like. Und wünsche euch einen